Gedenken an den getöteten Polizisten Ruven L. in Mannheim. Eine Woche nach dem tödlichen Messerangriff auf dem Marktplatz der Stadt wurde an den 29-Jährigen erinnert. Die Polizei Baden-Württemberg hatte für 11.34 Uhr zu einer landesweiten Gedenkminute aufgerufen. Zu diesem Zeitpunkt geschah der tödliche Angriff. Neben zahlreichen Polizisten waren auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg Winfried Kretschmann und Angehörige des Polizisten in Mannheim vor Ort. Ein 25-jähriger Afghane, der seit 2014 in Deutschland lebt, hatte am vergangenen Freitag 5 Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bewegung Pax Europa sowie den 29-jährigen Polizisten mit einem Messer verletzt. Dieser erlag später seinen Verletzungen. Die baden-württembergische Landesregierung hatte Mitarbeiter unter anderem der Ministerien, der Schulen und des Landtages gebeten, sich an der Schweigeminute zu beteiligen. Der Fall hatte eine Debatte um den Umgang mit islamistischen Gewalttätern und deren mögliche Abschiebung ausgelöst. Die AfD Baden-Württemberg hat für Freitag zu einer Demonstration unter anderem gegen Islamismus aufgerufen. Zugleich sollte es eine Gegendemonstration des Bündnisses Mannheim gegen Rechts geben. Ob und wo diese Veranstaltungen stattfinden werden, war bis zuletzt gerichtlich umstritten.